Hallo zusammen. Heute möchte ich euch schnell zeigen, was es mit dem FL54 von Sunway Photo so alles möglich ist. Und einfach mal schnell, was in der Box drin ist. Die Lampe. Wir haben ein USB-Kabel zum Laden vom Akku, das verbaut ist. Transporttaschen. Die Leuchte hat da hinten einen Knopf und da oben so eine Drehwippe, wo man auch drücken kann. Ein bisschen länger auf den Ein- und Ausschaltknopf drücken, dann schaltet sie sich ein. Jetzt bin ich hinten auf der Option von der Verstellung von der Leistung. Das ist so die schwächste Leistung. Und jetzt kann ich hier eigentlich stufenlos bis auf 100% rauf. Ist nicht ganz so schnell, aber ich komme ans Ziel. Jetzt bin ich auf 100%, also von dem her nicht schlecht. Wir haben da hinten so ein OLED-Display, das sehr sauber auch irgendetwas wie Meter anzeigt. Ich weiß nicht genau, was mit dem wirklich sagen wollen, ob es so weit leuchtet. Man kann hier die Farbtemperatur in 100er Schritt verstellen, von 3000 Kelvin bis auf 5500 Kelvin. In meinen Augen sehr ein angenehmes kleines Leuchten, wo man zum Beispiel kann auf eine Kamera aufmontieren kann und dann irgendwie in einem Club oder wo auch immer kann verwenden als solche Lichtquelle für Porträts auch, oder halt, falls man einfach nur ein bisschen Licht braucht, um irgendwie fokussieren können. Da haben wir ein Magnet dran. Das ist jetzt ein Holztisch, ist super. Wir haben hier ein Magnet, wo ich kann. Habe ich natürlich jetzt nie nicht. Das ist Alu. Und ich sie auch könnte an einen Magnetträger ran so machen. Da unten habe ich ein ganz normales Stativ gewinnt. Oder ich kann auch hier ganz normal auf der Kamera Blitzschuhe kann ich sie montieren und mit dieser Schrauben kann ich es nachher kontern und dann kann ich hier eigentlich rundherum fahren mit dieser Leuchte und alles beleuchten, was ich ausleuchten will. In dem Sinn sicher eine gute kleine Leuchte für diverse Möglichkeiten. Der Robin, unser Lehrling, hat gemeint, das können wir sogar auch noch als Leseleuchte nehmen. Und was natürlich auch noch witzig ist, ihr könnt sie hier über den USB, das ist ein C, Mikroanschluss, könnt ihr sie laden, auch mit einer Powerbank natürlich. Ja, in dem Sinn, schönen Tag, ciao zusammen.